Ich glaube, es ist vom Spiel her aus, ne? Ja, jetzt läuft's ja flüssig. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Was ist das denn jetzt? Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Wo sind wir denn jetzt? Ein normales Leben. Boah, ich müsste aber kurz einen Cut machen. Wir machen gleich weiter, okay? Bis gleich. So, ja, ein Kapitel machen wir noch, würde ich sagen. Hab schon Bock drauf. Yep, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ah, ja. Okay, ja. Der eine sammelt Karten, Pokémon-Karten, der eine sammelt... Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Was? Hey! Wie große Bruder bestiegen? Ich kapier gar nichts mehr. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Deutschen U-Boot? Wer hätte das gedacht? Cool. Hier ist ein... Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Objekt untersuchen. Sieh uns nur an. Nice. Muss hier Haudegen. Was ist das denn? Schlafmatten. Welcher Forscher sind sie? Shambhala. Fehlst mir, Kumpel. Ah, das sind wahrscheinlich Stories von den letzten Teilen, oder? Nate and Tenzin. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ah, oh, toll, es leuchtet. Wow. Was tut es? Es leuchtet. Ja, und schüttet. Oh. Der Bruder. Nein. Und das Kreuz. Ja. Danke für nichts, Dismas. Achso, sorry. Es war ein Gelenktraining. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel.
Das war eine verrückte Nummer. Okay. Hier ist sicher eine epische Info. Geh her, Chloe. Was? Was war das? Nicht mehr wirklich mein Stil. Welche Wappen? Ja. Da kommen sie. Entdeckung. Zingelt. Ach, deswegen das. Schwarze. Nimm das. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Okay. Und das. Kann weitergehen. Friss Plastik. Hab dich. Ja, zeig's mir. Ich muss weiter. Wie ein Profi. Hey, Nate. Kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da. Na, ja, kein Problem mehr. So, Schluss mit den Spielchen. So, ich komme. Weil die Details sind echt heftig. Bis nächstes Mal. Achso, ich hab's ja nicht mehr mit. Erst mit Frau abschießen. Guck mal, dieser Teppichboden, der sieht auch original aus. Ich hab schon mal mit der Zeitlupe. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um, ne? Wer mich nicht kennt. Schaut mir sehr gerne mal vieles an. Sie hast hier mit Photoshop reingesetzt. Wow. Schon heiße Frau. Na, das gefällt mir. So. Das ist die Frauenkleider. Ja, wo sind unsere Klamotten? Ah, hier. Aber überwiegend sieht man ja nur Frauenklamotten. Boah, das sieht auch alles krass detailliert aus, ne? Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Rendern und beim Aufnehmen runterskaliert wird, aber guck mal hier, der Boden glänzt sogar. So ein Parkettboden. Bangkok. Oh, daran arbeitest du gerade? Schwenk, schwenk, schwenk. Auch cool gemacht. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Hey, cool. 4 Fotos drauf. Ist ja noch ein Badezimmer. Wie viele Badezimmer haben die? So, hier mal die hübsche Frau beobachten. Ach, sind wahrscheinlich Pfand, ne? Pfandbox. Was ist denn jetzt orientalisch hier? Schon wieder ein 10. Badezimmer, leck mich am Arsch. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Na bitte.
Brauchst du ein Bier? Das Essen steht da einfach. Die ist auch irgendwas. Und. Hä, was mit dem Bier? Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Ich glaube, die Szene kenne ich sogar irgendwoher. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Lage über eine... Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Scheiße. Jetzt habe ich dir wirklich nicht aufgepasst. Mann, ich will ja... Ja, eins wird's. Flüge in Bangkok. Die, haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war... Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Die eins war gerade so am Einblenden. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Oh, PlayStation. Okay. Sieh zu und lerne. Oh nein. Oh, ich lerne schon. Minigame. Das wäre cool gemacht. Eigenwerbung mit reingeplatziert. Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du
Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera. Ach, krass. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Dreh. Kann ich wirklich bewegen? Wie? Ah. Das ist die falsche Richtung. Hä? Ja, ja, ich muss ja. Ich weiß. Ich muss ja sammeln. Okay? Das ist ja auf Zeit, okay, ne? Lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Benutz den Drehangriff. Welche Taste? Kreis, Drehangriff. Das ist nicht Kreis. Verarscht mich nicht. Okay, du hast es raus. Geht doch. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Wie ein Fuchs in Jeans. Okay, zerstör die Kisten. Warum zerstört ein Fuchs Kisten? Beuteldachs. Und er macht das eben. Fuchs. Nicht sehr realistisch. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Nein. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Wieso fliegt die Kiste, der Kreis über den Löchern? Hast du schon mal einen gesehen? Na, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein extra Leben. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Oh shit, das Ding. Du bist reingefallen. Hast du bewegt? Wie kletter ich raus? Du bist tot. Oh, wie unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer geholfen. Pass auf, die Grube. Ich pass auf, hab aufgepasst. Warum stiehlt der alte Früchte? Füchse brauchen keine Früchte. Stiehlt sie? Er sammelt sie. Sie gehören nicht ihm, also ist das Stehlen. Na gut, wenn du meinst. Wie war das? Nichts. Aber's schon wieder. Konzentrier dich. Oh, der arme Hey! Okay, noch immer. Letztes Leben. Scheiße. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Hey, spring! Spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an. Ich coache dich. Weiter so, weiter so. Spring. Ja, komm. Scheiß drauf. Vor 3500 TD. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Oh, ich weiß, wer das ist. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Bruder. Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Oh, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich...
Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Das ist schon krass. Du bist doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Oh, der eine hat ein Leben aufgebaut und der eine... Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du rausgekommen? Wie kommst du hierher zu mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Hier Eldorado. Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen... Ich hab gedacht, er redet über seine Frau, ne? Das hat er. Der beste Teil ist nicht seine ich Frau. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört... Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Ich glaube, sie war auf HMV-Sink, oder? Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Das sieht schon heftig aus, die Grafik. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden.
Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Dann spielen wir jetzt ihn. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, oder? Kapitel 5, Hector Alcázar. Wie es da weitergeht, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.